Okay, dann versuche ich mal meine Vorstellung von Taktik umzusetzen und darzustellen. Wobei man ganz klar immer sagen muss, dass sich die Taktik ja danach richtet, was man als Material, sprich, welche Spieler man zur Verfügung hat. Aber trotzdem hat man ja als Trainer Ideen. Ich versuche das mal. Ich würde immer klassisch spielen mit einer Viererkette. Würde vor der Viererkette mit einer Raute spielen und mit zwei Spitzen. Vom Grundsatz her. Dafür benötige ich in der Position hier, in der Defensive zentral, zwei Fußballspieler, die athletisch sind, groß sind, kopfballstark sind, schnell sind, eine gute Technik haben. Also sprich, alles, was ich brauche, was Fußball beinhaltet, brauche ich in diesen Positionen. Sorry, Theorie. Insbesondere im Amateurbereich, aber man kann ja träumen. In den äußeren Bahnen bräuchte ich Typen, die auch fußballerisch stark sind, aber die müssen nicht so athletisch sein, sprich nicht so groß sein. Athletisch müssen sie auch sein, nicht so groß sein, aber sie müssen sehr dynamisch sein, sie müssen ein sehr, sehr gutes Feeling haben für die Situation, wann sie sich hier aus der Tiefe mit einschalten und sie müssen dann mit der Position oder mit der Situation, wenn sie sich in die Spitze begeben, in den Angriff begeben, auch da müssen sie heimisch sein. Für mich ideal wäre ja Philipp Lahm. Haben wir in Hamburg nicht, ich glaube, er spielt bei Bayern. Diese Position, die Position 6, ich bevorzuge immer noch mit einer einfachen 6. Diese Position ist mindestens so wichtig wie die beiden Zentralen in der Viererkette. Wobei derjenige, der die Position 6 beinhaltet, einfach sehr, sehr stark sein muss in der Spieleröffnung, ein gutes Feeling haben muss und trotzdem auch noch torgefährlich sein muss. In diesen Bahnen oder in diesen Positionen hier 8 und 7, ich drehe das mal, dann kann man das erkennen, dass das eine 7 ist, die müssen sich abwechseln. Ich mache hier mal so Pfeile hin, auch wenn das vielleicht ein bisschen unübersichtlich wird. Wenn also die Position links oder rechts außen aus der Viererkette marschiert, benötige ich jemanden, der hier hinten absichert. Und trotzdem müssen auch die beiden sich wohlfühlen, wenn sie hier in diese Position stoßen. Ich möchte gerne, dass diese Position 8, 7, 3, 2 über die Außenbahn kommt. Und die Position 6 und 10, und da bin ich beim 10er. Ich weiß, das ist kein, wie soll ich das sagen, kein Spielgestalter des Ursprungs, wie, ja, jetzt bin ich ganz weit hinten, Overath, Netzer und Co. gibt, oder selbst, ich weiß nicht, wie der Argentinier heißt. Da soll es auch mal einen gegeben haben. Also, ich glaube, Maradona hieß der. Diese Position, die können wir so nicht mehr besetzen, wie die gespielt haben, weil es heute nicht mehr möglich ist, Freibegriffe zu überteilen. Trotzdem muss der, der hier spielt, ich kreise den mal ein, der muss im Prinzip das, 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 und ich mache das mal ein bisschen kleiner, das können. Sprich, er muss Bälle verteilen, er muss in der Offensive stark sein. Er muss auch in der Defensive stark sein, aber er braucht einen guten Sechser, der ihm den Rücken frei hält. Und die beiden Experten hier vorne müssen in der Lage sein, in der Offensive, ich mache das mal als Doppelpfeil, torgefährlich zu sein. Sie müssen in der Lage sein, hier über die Flügel zu kommen. Aber sie müssen auch in der Lage sein, jetzt fehlt mir leider eine zweite Farbe, und sonst wird das hier confused. Sie müssen auch in der Lage sein, wenn die andere Mannschaft den Ball besitzt, ist die Ersten zu sein, die den Ball wiedererkämpfen, die zustellen, und zwar als Paket. Ich schiebe das jetzt mal bewusst zusammen. Die müssen als Paket hier ihre Bahn ziehen und als Erstes versuchen, den Ball wiederzuerkämpfen. That's it.